Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Big Baba 30. Wir sind mitten in Kreuzberg im Bergmann-Kiez. Und hier befindet sich der Laden Munchies. Das ist wirklich ein gehypter Laden. Wir waren letztens schon hier, wollten drehen. Hier war die Hölle los. Da sind wir wieder abgezogen. Extra gesagt, okay, komm, nächstes Mal kommen wir früher her. Heute ist ein bisschen ruhiger, aber wahrscheinlich, weil die gerade erst aufgemacht haben. Ich habe diverse Videos gesehen. Und wie die Leute das gefeiert haben und als wir hier waren und gesehen haben, was hier los war, dachten wir uns, okay, da muss was dran sein. Hier gibt es Sandwiches, Tacos. Ich weiß selber nicht mal genau, was genau, aber was ich weiß, sind Sandwiches und Tacos. Mehr weiß ich noch nicht. Wir gehen rein, checken den Laden ab, der gerade einen Hype hat, kann man schon so sagen, weil hier ist wirklich Ausnahmezustand gleich nachher. Wird immer voller und die Schlange, hier tummeln sich dann Unmengen von Menschen rum. Und ich würde sagen, reingehen, abchecken, ich bin gespannt. Und das Coole ist, überschaubar. Also du hast hier wirklich Getränke, mal zwei Seiten. Tater Toads, da kann ich mir nichts drunter vorstellen. Slow Cooked Birria Beef, Red Onions, Koriander, okay. Patty Made Beef Sandwich, also Tacos und Sandwiches. Und Fried Chicken Sandwiches. Ja, wir nehmen von allem, was die anbieten, nehmen wir was. Und Sides Tater Toads, hast du schon mal was gehört, was das sein kann? Skinny Fries, okay, klar. Chicken Pieces, Mushroom, Champignons, also nicht schlecht. Und natürlich, ganz, ganz wichtig. Bei den Chicken haben wir zwei verschiedene Varianten. Einmal hat er mir gesagt, irgendwie säuerliche und einmal die scharfe. 10 von 10 das Essen, 10 von 10. Boah, das ist eine Geschmacksexplosion. Diesmal verstehe ich den Hype. Das ist auch eine Sauerei. Dieses Restaurant ist mitten in Berlin-Kreuzberg, im sogenannten Bergmann-Kiez. Der kleine und unscheinbare Laden verbirgt etwas Großes. Hier bekommt ihr leckeres Chicken, geile Burger und einzigartige Tacos. Munchies. Wir dachten, als wir gekommen sind, der Laden wäre schon auf. Dabei hatten wir noch eine halbe Stunde, deswegen war auch so leer. Und kaum vor Ladenöffnung ist jetzt hier die Hölle los. Also sehr, sehr beliebter Laden. Wir haben jetzt einmal die Karte querbeet durchbestellt. Mit allem Möglichen, was die haben. Angeblich soll deren Schaf sehr, sehr scharf sein. Da bin ich mal gespannt. Worauf bist du am meisten gehypt? Also auf die Patty Melt Sandwiches. Und natürlich auch auf die Chicken Sachen, die scharfen. Auf alles eigentlich, die Tacos, auf alles. Das Lustige ist hier gerade, als wir hier reingekommen sind, hat uns der Chef begrüßt. Und der kam mir so bekannt vor und dann haben wir festgestellt, wir hatten mal eine Foodtruck-Folge, eine Tour am Potsdamer Platz und da haben wir Tacos auch gegessen, ne? Tacos und das war damals sein Foodtruck. Und der hat es jetzt mittlerweile vom Foodtruck zu einem eigenen Laden gemacht und der Laden hat einen Hype auf jeden Fall. Das ist Hype, wenn genau zur Öffnung die Hölle los ist, das ist Hype. Also die Leute warten schon. Wie ich das off-cam gesagt habe, nicht mal bei Hisa ist so voll. Ja, also es ist schon direkt zur Eröffnung Action Jackson. Wie viel haben wir jetzt bezahlt für das Essen? 40 Euro. 40 Euro. Das geht aber. Ja, wir haben die ganze Karte durchbestellt, genau, von allem etwas. 40 Euro. Preise sind sehr korrekt auf jeden Fall. Da kann man nicht meckern auf jeden Fall. Ja, man muss halt gucken. Tacos 9 Euro. Sandwich auch irgendwie 8-9 Euro. Man muss halt die Größen abchecken. Ja, wenn du so Mini-Dinger bekommst, dann ist halt natürlich noch. Das werden wir sehen. Tacos, glaube ich, für 9 Euro 3 Stück. Ich glaube, also die Euro wir damals hatten, ne? Na, die damals waren riesig. Ich kann mich erinnern, Potsdamer Platz. Aber es waren auch 3 Stück. Echt? Mhm. Nee, glaub nicht. Doch, es waren auch 3. Echt? Ja. Nein, doch. Richtig gut aus. Boah, optisch ist das. Also ich bin baff. Ich bin wirklich gerade baff. Also es ist unglaublich. Was holt dich am meisten ab von dem Tisch gerade? Optisch. Also ich sag dir ehrlich, die Chicken-Teile sehen brutal krass aus. Das Beef-Sandwich sieht brutal. Alles. Das Chicken-Sandwich. Also wenn ich jetzt überlege, was wir letztes Mal hatten im Center für ein Chicken-Sandwich, für preislich und das hier für deutlich billiger und sieht auch qualitativ nach gutem Handwerk aus. Auch nach selbstgemachtem Brot aus. Alles. Das ist unglaublich. Das sieht richtig krass aus. Ich bin gehypt, fang ich mal klein an mit den Kroketten. Boah.
Oh. Was ist das für eine Soße, wo du reindippst? Chili Mayo. Das sind die leckersten Kroketten, die ich hier gegessen habe. Die haben so einen geilen Crunch und innen so weich. Bei den Chicken haben wir zwei verschiedene Varianten. Einmal hat er mir gesagt, irgendwie säuerliche und einmal die scharfe. Ich glaube, da, wo ich die Chiliflocken sehe. Das sieht ordentlich scharf aus, muss ich sagen. Ja, ist scharf, aber ist feurig, ist scharf, aber geil lecker. Genau richtig, also ich liebe beim Essen. Ich glaube, da ist noch Honig so drauf oder so eine irgendeine spezielle Soße. Ich habe die Brühe vergessen. Aha, okay. Aha, für die Tacos. Für die Tacos, ja. Ja. Hab mich schon gewundert. Ja. Danke dir. Und noch die andere Variante. Die etwas säuerliche, aber nicht so säuerlich wie letztes Mal hatten, so dass es unangenehm war, sondern. Boah, krass. Dann jetzt das Chicken. Bewerten müsstest du von der Skala 1 bis 10, wie viel würdest du das Chicken geben? 9 Punkte. Also, das ist Endlevel. Jetzt kommt auch die Schärfe ein bisschen mehr. Also, es ist schon ein bisschen schärfer als sonst, stimmt. Ist keine normale Schärfe, ist schon scharf, wie er gesagt hat. Oh, die karamellisierten Zwiebeln, der Senf, das Fleisch, gibt richtig so Geschmacksexplosion. Boah, das ist eine Geschmacksexplosion. Diesmal verstehe ich den Hype. Das ist krass. Brot auch. Butterig, weich. Aber gut. Du hast hier auch bei dem Sandwich so ein Smash-Feeling mit der Kruste am Rand. So. Von der Qualität, sagst du. Ja. Unglaublich, unglaublich. Ich bin gerade baff. Wenn du jetzt überlegst, was wir für 39 Euro bekommen haben. Letztes Mal im Center für 50 Euro hatten wir zwei Burger, die nichts Besonderes waren. Jetzt haben wir hier den Tisch voll sozusagen für 39 Euro. Haben noch Getränke dazu. Also ich muss dir wirklich Respekt aussprechen. Also sag dir ehrlich, selbst die Kroketten, ja, eigentlich nichts Besonderes. Nein, aber selbst die sind krass. Also, ja, das hat mich gerade richtig abgeholt. Okay. Ja. Richtig abgeholt. Genau. Das Patty mit, ne? Ja. Hat mich jetzt. Jetzt war ein Sandwich rein, Alter. Wie bist du jetzt darauf gekommen, das Konzept Sandwiches und Tacos? Auch bei Fastfood darf ja die Qualität nicht leiden und man muss auch einfach mal ein bisschen was Neues auf den Markt bringen in Berlin. Ich bin ja selber Koch. Ich habe einfach geguckt, welches Fastfood fehlt noch in Berlin, was muss man noch machen, was muss gemacht werden. Na, guck mal, letztes Mal hatten wir auch so einen ähnlichen Laden, haben für zwei Burger alleine nur. Ich habe jetzt für das alles 39 bezahlt. Wir hatten letztes Mal zwei Burger für 50 und war Katastrophe. Zwei Burger für 50? Also wir hatten einmal einen Chicken und einmal so einen Pulled Beef Burger, ja, 50 Euro, ja. Mit zwei Getränken. Ja. Im Center, Potsdamer Platz. Ich weiß, glaube ich. Ja. Machen es halt ehrlich. Also warum soll ich jetzt? Natürlich steckt da mehr Arbeit drin als jetzt so bei dem Standardladen um die Ecke. Wir machen halt alles selber. Die Panade vom Chicken selber gemacht, der Coleslaw selber auch gemacht. Auch die Schärfe ist. Wer scharf will, ist wirklich scharf. Ist, ne? Ist geil. Ja, ja. Andere trauen sich nicht. Denken dann, die kriegen eine Anzeige, wenn die sowas scharf. Ich finde das genau. Machen. Also wer scharf mag, ich bin sehr scharf. Ja. Sag dir ehrlich. 10 von 10 das Essen. 10 von 10. Also ich schwöre dir. Aber wirklich riesen Respekt. Und ich bin noch nicht mal bei den Chicken und Tacos. Die werde ich jetzt probieren. Chicken Sandwich ist auch. Aber wenn das ist, das war ja schon gut. Dann wird's ja. Ich weiß ja schon, das ist krass. Die Tacos auch überarbeitet, ne? Die haben nicht mehr dieses alte Feeling. Ja, wir haben jetzt nochmal neue Tortillas geholt, weil ich mit den alten nicht hundertprozentig zufrieden war. Die sind jetzt nochmal so fluffiger, wenn man die auf dem Grill damals vom Potsdamer Platz hast du sie auch größer gemacht. Genau, und jetzt sind die nochmal auch mit Puder, dass so dieser Nacho, dieses Nacho-Feeling, ja, ein bisschen rüberkommt, wenn man es isst. Das ist geil. Ja. Aber du kannst schon sagen, ist schon Hype hier. Ist schon... Läuft schon. Ja, kannst, also wenn es so eine Qualität ist, ja. Nein, und die Leute nehmen es halt auch an. Die Leute merken, dass man... Ich sag dir ehrlich jetzt, ohne wenn die Kamera jetzt... Es schmeckt mir so gut, dass ich 100% weiß, ich muss wiederkommen. Komm wieder. Geht vielen so. Macht schon süchtig. Nein, schön. Ich esse auch selber immer noch jeden Tag ein Chicken, ein Patty Melt. Es geht einfach immer rein. Aber ich sag dir ehrlich, ja, Fleischgeschmack, top, top. Also die Kombination auch mit dem Senf, mit den Zwiebeln, unglaublich. Da haben wir auch viel dran gearbeitet. Das ist ja bei Hackfleisch immer sehr wichtig, gerade wenn du smashen willst, dass du die richtige Zusammensetzung hast. Also wir haben jetzt viel Fett drin, was eigentlich wegschmilzt, also wofür ich eigentlich mehr zahle als eigentlich nötig. Ja. Aber der Geschmack macht es halt aus, dadurch ist es halt wirklich sehr crispy. Aber selbst echt, ich sag's wirklich, Leute, selbst nur diese Standardkroketten holen mich ab, ich schwör's dir. So, haben wir hier schöne rote Zwiebeln dazu. Ich mach's mal auf jetzt.
rote Zwiebeln rein. Ein bisschen Limette. Schön in die Soße. Unglaublich. Ich habe noch nie so geile Tacos gegessen. Ich spüre es, noch nie. Aber es ist auch eine Sauerei. Aber eine geile Sauerei. Boah, diese Brühe dazu, so geil. Auch das Beef. Wir müssen das Video rausnehmen. Keiner darf wissen, wo der Laden ist. Das liebe ich, so eine Folge liebe ich. Wo wir mal wieder abgeholt werden. Wo du was kriegst für dein Geld. Auch schön ordentlich schwer, Alter. Mein absoluter Favorit. Jetzt hier von dem einen. Definitiv Beef Sandwich, die Tacos. Die Tacos sind unglaublich lecker. Und die Chicken Slices. Alles ist endlich. Ich bin fasziniert. Ey, vertraut mir, wenn ihr hierher kommt. Für diesen Tipp werdet ihr mir danken. Das erste Mal, dass ich sage, okay, die im TikTok-Video, was ich gesehen habe, haben recht. Ich glaube aber, als allererstes gehe ich in die Dinger rein. Weil macht ihr auch so, wie ich gemacht habe. Rote Zwiebeln rein, Limette und in die Soße zu. Weil die hatten wir tatsächlich schon mal getestet gehabt. Und hier bin ich gespannt auf dieses Update, was da drauf kam. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das Ding ist was komplett anderes. Nicht, das kannst du nicht mal vergleichen, was er damals gemacht hatte. Er hat nicht nur ein Upgrade von 50% gemacht, er hat ein Upgrade von 300% gemacht. Er hat das Ding einfach an die Spitze gehauen. Dieser geile Tortilla-Chip. Du hast dieses Feeling, dass wirklich Tortillas ist. Dieses ganz sanfte Fleisch drin. Mit diesem Käse. Einfach brachial. Mit dieser Brühe dann noch als Topping. Feierabend. Feierabend. Aber richtig toll. Check mal die Kroketten mal ab. Selbst die. Boah, die Mayo ist aber auch lecker. Ja, alles ist lecker. Was ist das? Knoblauchsoße. Aber viel Knoblauch. Ich muss sagen, ich weiß jetzt nicht schon, ich würde sagen, dass es TK ist. Ja. Aber man muss einfach sagen, es sind nicht diese klassischen Standard-TK-Dinger, sondern er hat sich einfach mal was einfallen lassen, was anderes zu nehmen. Weißt du? Er hat rumprobiert und das merkt man. Aber gönn dir, das ist so lecker. Sag ich dir, ja? Ich muss sagen, bei Luciano war ich schon sehr begeistert von diesen Chicken-Dingern. Ja? Etwas einfallen lassen. Die waren außergewöhnlich. Er hat eine eigene Gewürzmischung, egal ob es jemandem passt oder nicht. Hier ist es genauso. Und da sollten die Läden sich anpassen einfach. Das ist, ich glaube, ich habe noch nie so geile Chicken Stripes gegessen. Noch nie in meinem Leben. Ist aber auch eine Sauerei. Boah, auch sehr geil. Ich finde das nicht mal so extrem sauer. Ich finde, das hat so eine geile Süße im Nachgang. Das, boah, dieses Chicken einfach butterzart, das zergeht im Mund richtig. Sieht aus wie Smackburger, aber komplett was Eigenes. Ist was anderes. Das kann man nicht vergleichen. Ja, kann man nicht vergleichen. Ich wollte auch erst, wo du probiert hast, die Frage stellen, ist es besser als Smackburger? Aber kannst du nicht vergleichen. Das ist komplett was Eigenes. Man muss auf Mayo stehen. Weil er ist sehr Mayo-lastig. Fleisch kommt gut durch, das Bun ist auch sehr geil. Man merkt, es ist selber gemacht. Also, das ist vielleicht nicht hier gerade selber gemacht, aber vielleicht wird es hergestellt für die. Es ist nichts 0815 auf jeden Fall, ja. Also, wie er ja bereits auch schon gesagt hat, viel wird selber gemacht von denen. Tschüss, ist das ein Klopper. Wenn ich den jetzt wiegen würde, der wiegt safe 600 Gramm, würde ich sagen. Du merkst auch jede einzelne Ebene von dem Burger. Den Coleslaw da drauf, das Chicken, die Soße, den Käse, das Bun. Du merkst einfach jede einzelne Zutat da drin. Und gerade das zeichnet, glaube ich, nochmal das Ganze aus. Das erste Mal, wo ich Goldies gegessen habe, war auch so buff. Aber nach und nach wird halt immer wieder, ist das Gleiche. Er ist geil, wenn du Bock auf einen Burger hast, ist es perfekt. Aber hier hast du halt so geile verschiedene Sachen. Also du kannst selbst herkommen nur fürs Chicken. Du kannst nur herkommen für die Tacos. Du kannst nur herkommen, die schnell einen Burger holen. Alle Sachen sind 100%. Die Karte ist minimal gehalten. Die Karte ist perfekt. Jede Zutat stimmt da drin. Er hat sich Gedanken gemacht und da muss man einfach wirklich ein paar Mal klatschen. Auf jeden Fall, wie ihr seht, eine kleine Sauerei ist es schon. Ey, wirklich, dieser Laden hat abgerissen, wie lange nicht mehr, dass ich wirklich so begeistert bin. Ich bin gerade wirklich sprachlos und ich werde definitiv privat öfters hierher kommen. Fühl ich. Weil ich jetzt den Geschmack kenne, ich kann mir schon vorstellen, dass ich die Tage mal richtig Bock auf diese Tacos bekomme und auf dieses Beef Sandwich und auf diese Kroketten und auf diese Chicken-Teile. Diese Chicken-Teile sind Feierabend. Das sind die krassesten, die ich in meinem ganzen Leben bis jetzt gegessen habe. Die sind echt. Da hält gar nichts mit. Erst dachte ich, okay, Luciano hat schon mal so einen Teil noch nachgetragen. Der hat schon so was Eigenes.
aber die Dinger sind nochmal Feierabend. Und ich habe wirklich schon viel Chicken gegessen. Ja, ich kann euch nur wirklich, wirklich zu Herzen legen, den Laden zu besuchen. Und auch alle, die nicht aus Berlin kommen, wenn ihr nach Berlin kommt, schreibt euch diesen Namen auf den Laden auf die Liste, auf jeden Fall. Ja, mehr ist dem nicht hinzuzufügen. Kanal abonnieren, Glocke aktivieren und checkt den Laden ab. Bis zur nächsten Folge. Peace.